Julchen sucht ihren Geburtstag. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß und diesmal ganz besonders allen Kindern, die im September Geburtstag haben. Du jetzt schon die 12 Monate? Vielleicht magst du mit mir mitsprechen. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. September. Julchen schlendert in die Stadt zum Markt. Dort stehen viele Stände mit bunten Schirmen. Die Marktfrauen bieten Obst und Gemüse an, Eier und Geflügel, Wurst und Käse. Eine dicke Marktfrau ruft laut: Salat, Salat, frischer grüner Salat! Von einem anderen Stand hört man: Süße rote Äpfel, kommen Sie, meine Damen, kaufen Sie schöne Äpfel. Alles besonders billig, alles besonders frisch. Julchen geht langsam zwischen den Marktständen durch. Frau Kohlröschen, die Frau, bei der auch Julchens Mutter immer einkauft, erkennt sie und bietet ihr eine gelbe Birne an. Julchen beißt hinein und fragt mit vollem Mund: Weißt du vielleicht, wann ich Geburtstag habe? Ich suche schon den ganzen Tag und habe ihn noch nicht gefunden. Keine Zeit, keine Zeit, sagt Frau Kohlröschen und ruft dazwischen: Salat, Salat! Ich selber bin im September geboren. Darf ich Ihnen diesen wunderschönen Kürbis einpacken? Das ist der Monat, wo das Obst reif ist und geerntet wird. Salat, Salat, frische Petersilie, alles billig, alles günstig. Das ist mir der liebste Monat, aber wann du Geburtstag hast, das weiß ich nicht. Äpfel, süße Äpfel, Salat, Salat. Wenn du auch im September Geburtstag hast, dann hast du im gleichen Monat Geburtstag wie Frau Kohlröschen. Vielleicht gibt es ein Obst oder ein Gemüse, das du besonders gerne magst. Da fällt mir ein Lied dazu ein. Jänner, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Jänner, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Danke an Elfriede Wimmer als Autorin. Danke an Petra Kosak als Illustratorin. Danke an G&G Verlag. www.ggverlag.at. Die Geburtstagsgeschichte, die hinter der Geburtstagsgeschichte von Julchen steckt, weiß
weißt du jetzt vielleicht schon, Elfriede Wimmer hat alle Zeichnungen zu dieser Geschichte von ihrer Tochter Petra Kosak zum Geburtstag geschenkt bekommen. Dankeschön. Wenn du möchtest, hören wir uns bald wieder und treffen uns im nächsten Monat, wo Julchen ihren Geburtstag sucht, im Oktober. Bis bald, eure Andrea Hammer.